Funkeli, den Meisterdieb, haben wir in der letzten Folge befreit aus dem UG. Ja, das war die letzte Mission auch gewesen des Meisterdiebs. Wenn ihr es verpasst habt, guckt einfach in der Playlist nach, da könnt ihr das nochmal nachschauen. Wer wird denn heute der letzte Funkeli sein? Also der letzte wird es noch ganz bestimmt nicht sein, das war erst Nummer 2. Hier haben wir Fechten und hier haben wir noch der Meister. Dieb Funkeli befreit und da gehen wir zum nächsten und das ist Gefahr aus dem dunklen All. Okay, der Superheldin oder Superheld Funkeli. Film ab in einer neuen Dimension oder im letzten Theaterstück. Ich hab dich nicht aus den Augen gelassen. Zum Glück, denn so konnte ich feststellen, dass das Notsignal des Funkelis von da kommt. Wer weiß, welche Gefahren lauern. Ich komme für alle Fälle mit. Okay, wer kommt hier eigentlich mit? Wer redet hier? Ich konnte nicht identifizieren, wer das genau war. Ah, der Professor. Ja, dann geht's hier los. Nehmen die Plattform, um weiterzukommen. Sollten wir uns beeilen. Oh, jetzt auf einer Plattform. Abgespaced. Ja, mach dich bereit. Ja, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ich bin ready für euch. Ich bin ready. Kommt noch her, kommt noch her. Ich bin... Wow. Ach, das hat jetzt wehgetan. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, wo sie hinspringen. Ja. Oh, das Notsignal ist schwach. Ich werde vorausfliegen. Ah, du, das lass mich hier nur alleine. Ja, was hast du jetzt davon? Einmischung unerwünscht. Ja, siehst du? Oh nein, der Professor wurde gefangen. Wir müssen schnell etwas unternehmen. Ja, was soll ich denn unternehmen? Ich bin hier auf der Plattform. Da kommen... Zerstören wir einfach die Plattform. Geht's noch gut, ey? So nicht. Hey, wer hat gesagt, dass hier alles hier hängen darf? So nicht. Oh, ich bin geliefert. Ja, da hinten ist die Schleife. Ja, ich bin auch geliefert, wenn ich den nicht retten kann. Nein, ich wollte nach hinten werfen. Da hätte ich einen nach hinten werfen müssen. Sorry, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, das war die Schleife inklusive Funkelkristall Nummer 1. Gut. Ankunft der... Was... Okay, mal schauen. Vielleicht verpasse ich hier nochmal einen oder einfach als den ersten. Was ist los? Muss ich da hier nach hinten gehen? Okay, das ist ja geil. Man läuft in den Hintergrund, aber es ist wieder im Vordergrund. Ja, Mist, jetzt habe ich die Schleife vergessen und nochmal was. Alles wegen dir. Du bist schuld. Komm da hin. Ja, so nicht. Hey, ich muss doch... Hey, lass ihn los. Wow, eine richtig große Bühne hier. Hey, du stehen... Hey, Alter, der geht ja richtig ab gerade. Stehen bleiben. Ja, du hast hier auf der Bühne nichts zu suchen. Hey, auf Rettungsmission gefangen? Peinlich. Was ist hier peinlich? Peinlich ist, dass ich die erste Schleife nicht bekommen habe, weil ich ein UFO irgendwie... Also, ja, ich glaube, war ein UFO oder so. Leider kein UFO mehr zur Verfügung hatte. Schnell, das Signal ist ganz nah. Ja, wo ist das Signal? Ja, da ist das Signal. Oh, Super Funkeli, halt durch. Ah, der Super Funkeli. Super Funkeli. Ja, die Sicherung sollte ich knacken können. Okay, mach das. Wer kommt jetzt? Oh, krass, was soll das? Was ist hier los? Verschaff mir etwas Zeit. Ja. Verschafft mir auch ein bisschen Zeit, ey. Jawohl. Hä, wieso hat es jetzt nur noch ein... Es leuchtet nur noch ein Stall raus. Ja, hab ich schon wieder so... War ich zu langsam? Oh, Mist. Nein! Oh, er hat ein Leben verloren. Das ist schon viel. Heftig. Ja. Nein! Also die dürfen wahrscheinlich schon den Boden berühren, würde ich mal sagen. So nicht. So nicht. Ja, ich stand davor ein bisschen im falschen Platz. Ah, was ist los?
Ja, ich bekomme sicherlich einen Abzug, weil es dich einmal erwischt hat. Jetzt musst du noch die Kapsel zerstören. Hey, mir fehlt sogar Nummer 2. Ja, die Kapsel. Jetzt. Wow, jetzt kommt der Superhero hier raus. Ich danke euch für die Rettung. Ich muss sagen, zur ersten Fechtmission ist das hier schon ein bisschen herausfordernder. Aber nun müssen wir zuerst von hier fliehen. Ja. Was? Wow, was ist denn los? Ja, schau mal, was hier los ist. Hier geht's richtig ab, ey. Unsere Flucht wird nicht leicht. Keine Angst. Wir sind echte Helden. Ja. Wir sind echte Helden. Los geht's. Das sieht aus wie ein Flash, so ein Mini-Flash. Okay. Mit vereinten Kräften. Ja, mega coole. Oh, da ist. Es hat ihn schon mal erwischt. Ja, muss ich die ganze Zeit auf ihn aufpassen, ey. Also, hallo, du bist doch auch stark. Das kann doch nicht sein, dass ich dich jetzt beschützen muss. Hey, aber die Kameraperspektive ist richtig episch. Lassen. Wow, jetzt kann ich den da wegwerfen, oder was? Ja, mega cool. Teamwork. Teamwork, ist da irgendwo was versteckt darin? Ja. Ist hier was versteckt? Da muss doch irgendwas versteckt sein. Spezielle Kameraperspektive, hey. Ich auch noch nie so gesehen, hey. Aha. Hey, ich glaube, so schlecht war ich noch nie, was die Funkelsitz angeht. Also Funkelkristalle angeht. Hier kommt ein dicker Brocken. Ja. Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Go, go, Power Rangers. Let's go. Wow, ey, was ist das, ey? Ja, okay. Also schwierig war es jetzt nicht. Ziemlich ein kurzes Theaterstück, eigentlich wie das Fechten-Theaterstück. Ja. Thank you very much. Ja, thank you very much. Mir fehlen einfach noch 3 Stück da hinten. Die Schleife haben wir gesehen. Ja. Tja, dann müssen wir mal schauen, wo ich das vergessen habe. So, da haben wir den befreit. Die Gerechtigkeit siegt. Jetzt ist er happy, aber ich bin nicht happy, weil mir fehlt da noch was. Die erste Schleife ist eigentlich, wie ich auch schon davor gesagt habe, am Anfang hier versteckt. Da kommen ja zuerst mal noch die Gegner. Die habe ich da einfach ganz easy schnell da besiegt. Die nächsten habe ich da auch noch besiegt. Einfach alle Gegner, die da gekommen sind. Kleiner Tipp hier noch übrigens, ihr könnt die um einiges leichter besiegen, wenn ihr mehr im Hintergrund kämpft. Also ihr könnt mit dem Stick nach oben drücken und dann kämpft ihr mehr hinten anstelle mehr vorne. Und das geht übrigens um einiges leichter, die zu besiegen auch. Bei dieser Mission hier, da habe ich einfach den genommen, rübergeworfen. Dann habe ich den linken genommen, auf die rechte Seite geworfen. Und dann habe ich den da noch genommen und den habe ich da nach vorne geworfen. Muss man ein bisschen genau zielen. Da erhält ihr eigentlich auch die Schleife. Bei den zwei habe ich den rechten genommen, auf die linke Seite geworfen. Und wenn ihr das alles richtig gemacht habt, dann gibt es hier den ersten Funkelkristall. Der zweite Funkelkristall ist eigentlich hier versteckt, nachdem ihr den Oktopus da dreimal gehittet habt. Gibt es hier einen geheimen Raum, der hier am Leuchten ist. Einfach ZR-Taste drücken. Und dann nehmt ihr hier schnell das erste UFO. Hier kann man die UFOs zu den anderen UFOs hier werfen, kann man gleich 2 gleichzeitig besiegen, das andere hier hinwerfen. Kleinigkeit würde ich mal sagen und dann habt ihr auch den zweiten. Der dritte bekommt ihr hier, da müsst ihr wirklich auch schnell und gut sein. Einfach diese Teile da, schnell diese Kugeln da nehmen und auf die andere Seite werfen. Sobald ihr wieder ein paar seht, einfach wieder werfen. Dann nehmt ihr die nächste Kugel rechts und werft sie auf die linke Seite rüber zu den anderen zwei. Anschließend erscheinen 3 weitere Kugeln. Nehmt ihr einfach auch die Außerkugel und werft sie da zu dem hin. Nehmt ihr noch den kleinen, damit sie einfach nicht den Professor berühren, weil sobald sie ihn berühren, dann ist eigentlich die Mission gescheitert. Werft ihr einfach die Kugeln da zu den anderen rüber. Da einfach auf der rechten Seite bleiben und von rechts nach links rüber werfen. Und dann den da noch nehmen und den da nehmen.
Dann sagt euch nun, jetzt müsste es okay sein. Na. Und anschließend kommt der Peach und hier der dritte Funkelkristall. Das war's eigentlich schon. Und somit ist diese Mission zu 100% abgeschlossen. Mir persönlich hat die Mission so mittelmäßig gefallen. Musste sagen, aber auch dazu, also musste auch dazu sagen, dass der Schluss eigentlich doch cool gewesen war mit dem Anfang. So ein bisschen was Episches am Schluss noch hatte und was Normales irgendwie. Also war noch eine coole Sache, finde ich eigentlich. Aber trotzdem mittelmäßig. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss zusammen.